Fast meine Brüste noch angefasst. Ich dachte, du bist unhöflich, weil du einen nicht anguckst. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du machst mir richtig Angst. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Star Talking. Mein Name ist Marvin und wir sind heute mal wieder auf der Glow 2019 in Berlin mal wieder. Für mich ist es schon das fünfte Mal, dass ich dabei bin und irgendwie ist es immer dasselbe. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir heute ein kleines Experiment und ich werde komplett blind über die Messe gehen. Und dafür habe ich mir blickdichte Kontaktlinsen bestellt, die ich gleich einsetzen werde, um blind über die Messe zu laufen. Joko und Klaas haben das mal so ähnlich vor ein paar Jahren auf dem Comedy-Preis gemacht. Daher habe ich mich inspirieren lassen, ich gebe es zu, aber wir versuchen heute die Influencer zu interviewen, ohne dass wir wissen, wer vor uns steht und mal schauen, ob die Influencer selber dabei was merken. Ich glaube, ich bin. Sieht man einen Unterschied? Ja, ist schwarz. Fünfer, wenn du es einfach hochwirfst und mit dem Auge auffängst. Auf mich zum Lachen zu bringen, sonst fällst du gleich wieder in Ausfluss. Ja, ist drin. Scheiße. Oh Gott, ist das der? Kann ich mich festhalten? Okay. Hörst du meine Stimme? Ja. Jetzt kannst du reden. Was? Jetzt kannst du reden. Ja. Aber soll ich reden? Ich sehe nichts. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird mega auffallen. Ich muss das irgendwie unauffällig machen. Aber dann renne ich irgendwo gegen. Sorry. Ich muss irgendwo muss stehen, wo wir zur Pressehalle kommen. Oder ein Security fragen. Achso, ja klar. Ja, also. Warum gibt der mir kein High Five? Was? Du hast jetzt einen weniger. Er tut mir ja leid. Wo ist der rote Teppich? Hinter dir. Nee, weiter. Warte, wo müssen wir denn hin? Stehst du hier irgendwo? Irgendwo muss online stehen. Stehen, hier kommt ein Podest. Ein Podest? Sorry, ich mag das Ende auch. Okay. Print und online ist hier. Ja, dann müssen wir da hin. So. Okay. Ist irgendwer schon neben mir? Ja, rechts neben dir. Ja, ich bin hier. Ist voll schwer, so zu hören, wann die fertig sind. Kann ich noch näher rangehen, um zu hören? Ja, nochmal. Schickes Kleid hast du an. Das hier? Ja. Das ist kein Kleid. Achso, was ist das denn? Das ist ein Body mit einem Rock. Achso, okay. Aber ist Rot deine Lieblingsfarbe? Rot? Ja. Nein. Einfach nur so heute rot. Das ist nicht rot. Das ist irgendwie so ein Prank-Video. Du schaust mich auch gar nicht an. Hallo. Natürlich gucke ich dich an. Okay. Wo bist du denn? Vor dir. Okay. Ja. Du hast meine Brüste noch angefasst. Und ja, dann hätte ich direkt eine Anzeige. Wie teuer ist so eine Anzeige? Eine Anzeige? Ich weiß, muss ich mit meinem Anwalt besprechen. Achso. Ja, das war mir jetzt schon peinlich mit der sexuellen Belästigung hier. Ja. Und sonst so? Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ich grüße Patrick. Hallo. Patrick, lieben Gruß von mir. Also, ist das dein Anwalt? Vielleicht. Okay, ja. Patrick, ich mache mein Impressum schnell weg. Gut, vielen Dank fürs Interview. Krieg noch ein High Five? Das wusste ich, dass das kommt. Ja, dann ich halte nur. Stark. Ich muss näher bei Bunte ran. Die wissen, wer da kommt. Dann kann ich dann mal abhören. Oh. Und heute wieder auf der Glow. Schon jemanden gesehen, den du persönlich auffeierst? Zum Beispiel Alicia da hinten. Ja. Die geile Sau. Die sieht auch gut aus. Ja. Ja, das kann ich nicht sagen. Dann kriege ich direkt wieder Anzeigen. Okay. Ja. Und heute dein Outfit, wie hast du das zusammengestellt? Um ehrlich zu sein, bin ich an meinen Schrank gegangen, habe gedacht, okay, ich habe keinen Bock zu schwitzen, also schwarz und dann, ja. Okay. Ja, aber irgendwas musst du dabei gedacht haben. Du bist blind, gell? Was? Hast du so schwarze, was ist mit deinen Augen? Nichts. Was soll mit meinen Augen sein? Ich dachte, du bist unhöflich, weil du einen nicht anguckst, aber du hast so Sachen... Ich bin doch nicht unhöflich. Ich guck dich an. Ja, glaube ich auch. Ja. Und, genau irgendwas, was du sagen willst? Ich habe mal wieder nichts vorbereitet. Liebe Grüße an Aaron. Wie bitte? Liebe Grüße an Aaron. Liebe Grüße an Aaron. Ja. Okay. Ihr seid doch Best Friends, oder nicht?
Weiß nicht, muss er sagen. Ich bin immer vorsichtig, ich warte immer. Ich mache mich immer ein bisschen rar nach dem dritten Date. Okay, verstehe. Ja. Gut. Tschüss. Ja. Ist sie noch da? So. Ah, Mann, die merken es, die Leute. Die denken, entweder ich bin... Ja, die Leute denken entweder, ich bin mega unhöflich oder ich bin einfach nur dumm. Kein Mensch kommt so krass weg. Du musst wenigstens versuchen, gelegentlich... Woher soll ich denn wissen, wo die stehen? Ich kann doch nicht mal annähernd wissen, wo die stehen. Kommt wer? Lena. Lena. Wer ist Lena? Wo ist Lena? Links? Was? Fotos. Wo? Was? Lena, alles gut bei dir? Ja. Ja, hast du noch Fotos gemacht? Ja. Wie viele hast du heute schon gemacht? Zu viele, bei Meet & Greet sind da schon ein paar hundert. Also. Aber heute schon? Ja. Ach so, krass. Und hast du heute schon Influencer gesehen, auf die du dich selber gefreut hast? Oder mit wem würdest du denn ein Selfie machen wollen? Keine Ahnung, ich bin nicht so das Fan. Es sind alles ganz normale Menschen, also alles easy. Ja. Ist noch irgendwer auf dem Teppich, den ich interviewen kann? Irgendwer, den ich kenne? Die von Vielleicht Simon Destin, die Freundin. Ach so. Einmal, hol sie einmal her, bitte. Elisa? Hier ist alles, hast du gerade Hi. Gekommen. Wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, auch gut. Mit wem bist du heute hier? Allein. Echt? Warum? Ja. Simon, keinen Bock auf Schminke? Nein, ja, leider nicht. Glaub ich. Lieber Lamborghini fahren. Ja, lieber Lamborghini fahren. Wann kann ich mal eine Spritztour machen? Kannst du da was organisieren? Klar. I'm so weirded out. Was passiert hier? Wie bitte? Oh mein Gott. Was hast du in deinen Augen? Nichts. Deluxe, you have like lenses on. What's going on? What is this? Nothing. Oh my god, what is this? Nothing, what should happen? Du hast was in deinen Augen, ne? Nein. Aber ich bin hier, du guckst mich gar nicht an. Wo? Natürlich guck ich dich an. Wo bist du? Oh my god, I'm so weird. Okay, hi. Filmst du noch? Markus? Ja, was? Achso, du filmst noch, ja? Ja. Okay. Leicht confused, die Leute. Nimmst du auf? Dreh dich mal um. Ja? Rechts neben dir steht eine Person, die ich nicht kenne. Ja, ich doch auch nicht. Ja, aber wie soll ich denn rufen? Keine Ahnung, ich kann mich. Ich bin sehr oder wie? Besser? Nee, wen? Wir haben wir schon Sie haben oder was? Was? Hallo? Hast du heute schon was abstauben können? Nein, ich bin gerade erst gekommen. Ja. Und hast du schon wen gesehen, den du cool findest? Außer mich? Nee, eigentlich schon dich. Ja, oh. Ja, das macht mich ein bisschen nervös. Was? Dass du mich nicht anguckst. Wo stehst du? Hier. Hier. Okay. Und auf wen freust du dich denn heute meist? Alter, bist du... Was? Du hast schwarze Augen. Nein, hab ich nicht. Braun hab ich. Du machst mir richtig Angst. Wieso mach ich dir Angst? Ich hab schon Tränen in den Augen, weil du mir Angst machst. Ach Quatsch, sag doch nicht sowas. Was? Dass du mich nicht anguckst. Natürlich guck ich dich an. Das ist so gruselig, Leute. Okay. Wo ist der Kopf? Hier. Gut, da ist der Kopf. Jetzt guck ich dich an. Oh mein Gott, jetzt guck ich mich an. Ja, aber mit schwarzen Augen ist ja auch nicht viel besser. Es wird immer unangenehmer. Nicht nur für mich, sondern auch für die Influencer. Gut. Annika! Ist sie da? Annika! Wie geht's dir? Gut! Heute schon moderiert? Ja, klar! Ja, stark! Und? Also nein! Wie nein? Ich musste ganz kurz nur anmoderieren und dann jetzt geht's gleich hin. Und sonst so? Ja, wie geht's dir? Gut. Was ist gestern noch passiert? Nichts ist passiert. Ich bin gerade nur nach Hause gegangen, war Piano einmal gegessen und heute hier. Ach. Aber gut siehst du aus. Mhm. Hast du heute wieder das an wie gestern? Möchtest du raten? Wieso sehe ich doch? Möchtest du fühlen? Das geht zu weit. Dann kriege ich ja hier direkt rote Wangen. Siehst du wirklich gar nichts? Scheiße. Woran hast du das gesehen? Naja, also ich stehe hier und dein Mikro zeigt irgendwo in eine komplett andere Richtung. Aber du machst es gut. Ja. Gleich kommt Luisa. Luisa Crashen? Ja. Okay. Luisa! Luisa! Kommt sie? Was? Ich war mir nicht sicher, ob du mich meinst, weil du hast mich nicht angeguckt. Oh, ja, du bist aber Luisa. Ja, bin ich. Du hast schwarze Augen. Nein.
Das ist meine normale Augenfarbe. Okay, sehr intensiv, würde ich mal sagen. Aber ich habe schon gehört, das Pinselset läuft super. Ja, auf jeden Fall. Meine roten Pinsel sind meine Babys. Aber alles okay mit dir? Ja, alles gut. Du guckst nicht gutes mehr, gut. Wenn du mit mir redest. Doch. Also Blickkontakt ist mir wichtig, weißt du? Doch, klar. Und was hast du heute bei deinem Outfit gedacht? Sehr businesslike, aber kannst du von meinem Outfit überhaupt was sehen? Weil klar. Es scheint dich nicht zu interessieren, wenn du nicht drauf guckst. Weil wozu habe ich mein Outfit? Business-Outfit, hier, Anzughose. Ja, fast Blazerkleid. Ja, das liegt nur daran, dass Männer nicht wissen, wie das heißt. Genau, also ich stehe auch neben dir, oder? Ja, ich glaube, langsam fällt's auf. Gleich kommt Naomi John, die würde ich mal ansprechen auf jeden Fall. Naomi John? Naomi John, ja. Die hat quasi eine gespaltene Haarfarbe. Also auf der einen Seite ist sie gerade blau, auf der anderen Seite orange. Okay, verarsch mich, oder? Nein, wirklich jetzt. Ich schwöre es dir. 1:1, ich schwöre es dir. Sie nennt ihre Follower immer ihre Broccolis. Brokkoli? Brokkoli. Schlimmer ist nämlich am Ende, wenn ich die Influencer ignoriere, die ich normalerweise kenne, dann sind die am Ende sauer. Brokkoli, alles gut? Ja, High five. Wie geht's? Mir geht's super. Ich find's toll, dass du mich mit Brokkoli angesprochen hast. Ja, wurde ich gezwungen zu. Ach so, wieso machen das normalerweise die Leute nicht? Nicht mit Brokkoli direkt, weil eigentlich sind meine Follower die Brokkolis. Dann bin ich auch ein Brokkoli. Bist du? Ja, bestimmt. Wenn du mir folgst? Ja, klar. Okay, ja dann. Auf jeden Fall schickes Outfit. Deine Haare, hast du das heute gemacht oder schon länger? Das ist schon ein bisschen länger, ist auch schon rausgewaschen, ja. Ach so, ja. Und heute schon irgendwie was hier umsonst abgestaubt? Nee, ich bin eigentlich gerade erst gekommen, aber vielleicht gucke ich nochmal den einen oder anderen Stand an, ja. Ich höre die Kameras klickern, irgendwas Wichtiges. Kim, können wir ein Interview machen? Ja. Wir haben uns ja jetzt letztens erst gesehen bei Shirins Party. Ja, und genau. Wie war die Party? Ich war nicht drin. Hast du das verpasst? Ja, auf jeden Fall. Es war mega, mega, mega. Also ich bin wirklich baff, was diese Frau auf jeden Fall für uns für eine Party geschmissen hat. Es ist eine krasse Party gewesen, ein krasses Album auf jeden Fall. Ich habe ja schon reingehört und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ist noch jemand auf dem roten Teppich? Auf dem pinken Teppich ist gerade ein Mädel und sie ist so jung, ich bin so baff. Ja. Die werden ja immer jünger, die Mädels. Und ja. Meine Tochter ist ja 7 und da bin ich ein bisschen... Glaubst du, sie wird auch bald anfangen? Oh, ich hoffe nicht, das geht mir alles zu schnell. Mami? Ja? Anna ist da. Anna, hi! Alles gut? Hallo. Ja. Na? Und heute, Glow, du bist ja schon öfter da gewesen. Auf was freust du? Gibt's noch irgendwas, auf das du dich heute freust? Also vieles eigentlich. Also die Glow ist ja immer sehr, sehr turbulent. Hier passiert viel. Ganz, ganz viele Überraschungen, ganz viele Meet and Greets, ganz viele Überraschungen sind immer gut. Ja, genau. Ganz viele neue Gesichter auch und deswegen ist es eigentlich immer spannend. Ja. Glow ist ja immer so ein Tag, wo sich alle ein Kleid werfen. Du hast auch eins an. Ist das so Standard hier? Ich habe kein Kleid an. Oh. Aber was hast du denn an? Ich hab eine Jeans an. Ach so. Ein Oberteil mit Puffärmeln. Und ja, das mag ich am meisten. Vielen Dank fürs Interview. Ja, danke dir. Schönen Tag noch. Ciao. Ja, gleichfalls. Ciao. Ist sie weg? Ja. Okay. Ich glaube, ich lasse dir Sachen mit im Outfit. Doch, hat sie verstört gewirkt? Ja. Nein, gar nicht. Yes. Waschbecken. Ich kann meine Silhouette sehen. Kann einer das Mikro nehmen? Ja, doch, wir können nicht warten. So. Nee. Ich hoffe, du hast genug Akku, das dauert lange, bis ich die rauskriege. Ja, pack ich vielleicht mal rein. Ah! Oh, fuck, eben habe ich was gesehen. Jetzt! Warte, ich sehe was. Ich sehe doppelt. Sie ist oben. Ah. Die ist unter deinem Ohren. Aua! Ich kann so bleiben, oder? Jetzt sehe ich was. Ja! Aber jetzt sehe ich, wenn ich nicht Kontakt beende. Ah! Ja! So! Oh Gott! Das ist doch scheiße. Meine Augen jucken. Wie die Hölle. Das war die dümmste Idee in meinem Leben. Ich habe daraus gelernt und ja. Die nehme ich mal wieder mit.
ganz ekelhaft. Und hier könnt ihr liken, abonnieren und alles, ne, wie immer. Ja, bis dann. Ciao.